Wodka, Alter, ich schwöre. Wir fangen morgen nicht an, wenn wir noch weiterreden. Ja, dann, wir gehen rein. Langweil bist du, alle. Wir gehen rein, Pavel Monkey, Frankfurt City, wir reisen jetzt ein. Los geht's. Monkey. Ruhe auf den billigen Plätzen. Okay, okay, okay. Vorspann natürlich, überspringen, wir gehen rein. Ja, bitte. Mach keine aber ich kann auf Händisch. Ja, ja, ich kann auch Händisch gesungen. Mach mal ja, Händisch, aber soll ich singen? Da sagt er sich mach Händisch. Mal Papa, Indisch. Musik, ihr wisst Bescheid. Bitte sing, bitte. Wenn du mich magst, dann sing. Ja, ja, du musst meine Augen sehen, dann kann ich singen. Sonst nicht. Ich muss Gefühle bekommen, sonst geht nicht. Was musst du? Gefühle bekommen. Okay, Sonja, guck mal in seine Augen, wenn er singt. Ich kann den nicht mal ernst nehmen, was für Augen. Der hat sein Leben genommen auf korrekten Kapitel. Ciao. Sing mal jetzt. Sing mal eine. Sing, ne? Warum soll ich vor dir singen? Geh für mich, weg. Für mich. Ja, vor dich natürlich. Warte. Okay, Bruder, komm. Ja, aber sie muss weg. Auch, gell? Nein. Oha! Das ist respektlos. Das ist respektlos. Nein, das ist nicht respektlos. Wenn er nicht für dich singen will, dann will er nicht für dich singen. Warum akzeptiert die das nicht, die Frau? Das ist, wie sie redet, das ist respektlos. Das ist nicht respektlos. Komm mal zu, das ist was Menschliches. Digga, der ist auch ein Gott, weiß ehrlich. Ja? Menschliches. Ja, ich gemeint, I'm not Bruce, my friend. Was sagst du? Guck mal, du achtest jetzt auf meinen Akzent, weil ich nicht so gut sprechen kann, gell? Weil ich habe einen Sprachfehler, ja? Das ist was Normales und was Menschliches. Aber bin, wie jetzt wirklich... Ja. Perfekt, Digga. Guck mal, Mick, auf deinen Blick. Ich bin Chaya Maya, was du Ich bin Finden die die Dame attraktiv, Chat? Was würdet ihr sagen, von 1 bis 10 so? Für mich eine ganz klare 11, Digga. Sag ich euch so, wie es ist, Digga. Nein, ich bin nicht so weg. Wie sieht die beim Chaya aus, Lala? Geht weg. Ey Leute, guckt ihr der Dicker. Oha. Sind das ihre echten Augen? Niemals sind das ihre echten Augen, oder? Wenn das ihre echten Augen sind, sind die schön. Guckt ihre Bauch, Wallah. Guckt, wey, yo, Chaya. Wey, yo, ich würd jetzt Honey, Wallah. Digga, Bruder, mit neuer Nike-Tasche und so Geschichten, ne? Das ist die Tasche von Dennison, oder? Chaya, ewa, my yeah. Ewa, salam. Wie geht's? Nix bei dir? Ach du Scheiße, Digga. Guck mal, so würde das ablaufen, wenn die Straßenvideos machen würde. Fick mein Leben, ey. Ich hab gesagt, wie geht's? Nix bei dir, mir geht's gut. Ach so. Ewa, bist du nervös? Also nein. Ich bin chillig auf der Stadt, ja. Du kommst richtig gechillt angezogen. Walla, wie Kapital, Bruder. Und wir sind keine Geschwister. Ja, Mann, aber ich hab das echt gedacht. Ihr seid nur Freunde. Ich schwöre, ich bin auch. Die sehen so gleich aus, die beiden, ne? Tau, die sagt auch noch, jeder sieht gleich aus. Digga, du siehst genauso aus wie deine Freundin. Ja, gute Freunde. Okay. Marokkanerin, die ist Iranerin. Auf jeden Fall, Leute. So, und Drama, Queen Drama hat gemeint, er hat ein Statement abzugeben. Es gab mir eine kleine Diskussion. Also jetzt geht's wieder los, Digga. Och, bitte nicht. Zwischen dir und Mo? Ja. Also ich will ja mal noch ein bisschen so erzählen über meine Vergangenheit, weil ich, als ich Kind war, habe ich halt so ein bisschen Drama erlebt, sag ich ehrlich. Deswegen nenne ich mich auch Drama, weil ich die Sache durchziehe. Und ich wollte halt nur sagen, ich bin halt sehr allein aufgewachsen und habe halt viel psychische Sachen in meiner Vergangenheit erlebt, was wirklich psychisch mich betroffen hat. Warum ich auch meine Deutsch nicht so gut beherrschen kann, weil meine Muttersprache Türkisch ist und deswegen ich versuche... Ja, deswegen rede ich halt schlecht Deutsch. Auf jeden Fall möchte ich nur sagen, ich möchte kein Hate, weil ich habe nichts gegen Menschen, ehrlich. Ich bin ein Herzensmensch. Warum ich überhaupt mit diesem YouTube angefangen habe, war... auf damit. Also warum ich... kann halt. Okay. Warum ich mit diesem YouTube allein angefangen habe, war halt deswegen, weil ich halt nicht... Also warum ich mit diesem YouTube angefangen habe, war ja auch davor, weil ich mit diesen Zeynep und Ashley so ein bisschen diese Videos geschaut habe und mir dabei, ihr kennt ja diesen Zeynep und Ashley, was ja... Ja, wir kennen diesen Zeynep und Ashley, ja, wir kennen die. So ein großes Problem...
Der Omio. Was hast du gesagt? Ich sag dir was zu erzählen. Was? Filmst du weiter? Mach noch Spaß mit dir, ich bin nicht bei. Sadrana. Guck mal, eines Tages wirst du auch Kinder bekommen. Du wirst auch Kinder bekommen. Glaub, nein, es geht auch gerade gar nicht um mich. Sonst, du wirst eines Tages Kinder bekommen und vielleicht werden die eine Behinderung bekommen, kriegen, ja? Ja. Wie würdest du dich anfühlen, wenn jemand sich auslachen würde? Also, das ist keine Behinderung. Das ist keine Behinderung, was ich gerade habe. Sonst, ich kann einfach nicht so gut sprechen. Nein, aber das kam gar nicht so rüber. Deswegen, ein bisschen Respekt und Abstand. Nimm das nicht ernst. Das war nur Spaß. Das war nur Spaß. Über behinderte Menschen sollte man natürlich nie Witze machen. Eine Behinderung ist nicht lustig. Was ist extra? Er will singen. Er will singen. Komm. Okay. Ich sage, macht euch nicht Lust, und er lacht. Hä? Warum lachst du? Auf meiner Muttersprache passt. Okay, ready? Ja, Mann. Ready. Ready, Mika. Heide. Heide. One, two, three, go. Ist lang. Okay. Lange. Du musst keine Angst haben. Du musst einfach raushauen. Ja, ich hab keine Angst. Ja. Ich rauch aus. Heide. Ja. Fühl dich nicht. Glaub mir, Make-up, Dicke, Mann. Du bist auch nicht. Ja, ich schmink dich gleich. Ich hab gar nichts dabei. Ja, ganz dabei, ich weiß das. Ohne Make-up bist du ein... Mit Make-up kann man auch nicht hier helfen, Menschen alle. Alles kaputt, Mammut alle. Es bringt nichts. Ich hab nix. Gar nichts verstanden, Mann. Bei dir auch sogar schminken. Gar nichts. Du musst auch ein bisschen... Sing mal jetzt. Ich hab gar nichts gemacht. Sing doch mal jetzt. Sing mal. Komm mal hier, ich singe jetzt. Kommt her, sing. Wir warten hier seit 10 Minuten. Ja. Ja, Mann, mach mal jetzt. Boli si surat ankume masti. Hast du nur große Ich schwöre, Problem? Jeder ist einfach Sänger geworden auf der Straße, denn das ist auch unglaublich. Mathe geführt hatte und ich mir dann diese Videos angeschaut habe und im Endeffekt habe ich mir so ein bisschen nachgedacht, wenn ich jetzt mit YouTube anfange, was soll ich tun? Also soll ich auch dasselbe tun oder soll ich eher so ein... Doch, man denkt, der hat einen YouTube-Kanal und dreht darauf Videos, ey. Die ist doch einfach nur bei anderen Leuten immer vertreten, Digga, aber die hat doch keinen YouTube-Kanal. Kann die sich ein YouTuber nennen? Nein, eigentlich nicht. So vernünftige Person sein, der er halt. Deswegen wollte ich halt mit YouTube anfangen, wegen. Doch, ich wollte mit YouTube anfangen. Oh, ja. Wie alt bist du? 21. Du bist 21, ja? Und was bist du eigentlich? Bist du ein Mann oder eine Frau? Ich bin ein Mann. Ich bin Drama Queen, also ich bin optisch eine Frau. Also ich zieh mich optisch. Wenn das sagt, Digga, ich krieg Gänsehaut, Digga, ehrlich. Also ich style mich eben nach einer weiblichen Art. Und du fühlst dich damit wohl? Ja. Digga. Und wo liegt das Problem? Dass halt meine Eltern mich nicht akzeptieren können, auch allein wegen meines Aussehens und wegen meiner Sexualität. Ja, das ist echt scheiße, Digga. Das ist wirklich Sünde, ne? Die wird draußen schon fertig gemacht, für, wie sie aussieht und so, dies, das. Und dann zu Hause auch noch. Das ist echt bad, Digga, ehrlich. Ich hab 3 Minuten, jetzt schnell machen, so. Habibis. Round 1, fight. Was ist euer Problem? Mein Problem ist, der Menschenrechtler hat mich als... Achso, ui, machen die Duell gegeneinander oder was? Rap-Battle? Beleidigt, Niemals hab ich so beleidigt. Ich hab sogar Leid getan. Soll ich jetzt anrufen? Ich kann jetzt anrufen, der wird sagen. Der nächste Teil. Hab ich nicht. Ich auf deine Mutter. Ich schwöre auf meinen Tod sogar. Ich schwöre auf seinen Tod und ich schwöre auf Koran, er hat mich als... so beleidigt. Was ist mehr? Jetzt muss man abwiegen, Digga. Ich schau auf Koran, ich schau auf meinen Tod, Digga. Ey, die haben Schaden, ne? Immer, die schwören auf alles, Digga. Und einer von beiden muss ja lügen. Das geht ja nicht. Die schwören beide auf alles, aber einer muss ja lügen. Digga, die, also, auch nicht normal, diese Leute. Ich schwöre auf alles, Digga. Ich schwöre auf alles, Digga. Ich schwöre auf meinen Heiligen. Warte ab, bis Dings Video rauskommt. Auf jeden Fall, Burak, ich kann dich nicht ernst nehmen, wie gesagt. Ich hab schon allen Videos zerlegt. Argumente? Mit welchen Argumenten willst du mich fertig machen? Deine Ehre ist doch sowieso hier, die ich zertreten will. Guck mal, er sagt Kritik und dann macht er sowas. Das nennt er Schießen, Leute. Alhamdulillah. Auf jeden Fall, ich sag euch so, ich kann die Witzfigur gar nicht ernst nehmen. Wäre er eine Stunde früher gekommen, ich hab gesagt, ich bin 17 Uhr. Sag, das, was deine Eltern getan haben, ist richtig und die Intention dahinter nicht zu kennen. Du hast keinen Respekt gegenüber Eltern, ganz einfach. Ich sag, seine Eltern haben alles richtig gemacht, aber ich habe keinen Respekt vor Eltern. So, auf jeden Fall. Seine Eltern haben alles richtig gemacht, aber ich habe keinen Respekt vor Eltern?
respektvoller Mensch, Kapi? Kennst meine Geschichte dahinter? Auf jeden Fall, erklär mir mal, was Intention ist. Den Geschichte dahinter kennst du nicht. Den Geschichte dahinter, den Vergangenheit kennst du nicht. Den Geschichte, den Vergangenheit, perfekt. Erklär mir mal Intention, was bedeutet Intention? Geschichte dahinter zu kennen, eine Vergangenheit, eine History. Interessant. Ja. Ich weiß selber nicht, was du meinst, das habe ich schon. Wunderschön. Wunderschön, Walla. Maschallah. Gib mal dein Kompliment, komm jetzt. Ja, ich steh doch hier. Sing doch. Ja, du lass einfach und du. Warum sing doch. Du sollst deine Meinung dazu. Immer noch nicht gesungen. Swan, vielleicht zwei Sätze auf deine Muttersprache. Ich kann komplette Musik, aber ihr lacht einfach. Ich hab euch gesagt, meine Stimme ist ein bisschen hässlich. Ey, den kann singen. Ey, geh mal weg, du. Ich hab's auf jeden Fall. Ja, geh mal weg, du. Weg. Okay, wir hören. Komm. Okay, wieder. 1, 2, 3. Ja, mach. Jag del miga beram, beram. Jag del amigen. Delam, delam. Bito, chekona. Der singt gegen Luft, Maschallah. Maschallah. Aber Dunja ist nicht klar. Applaus auf Sultan. Der kann singen, Der können gar nichts. Nur lachen und meckern. Sonst gar nichts. Was soll ich sagen? Was kannst du? Sag mal. Mit dir Kinder machen. Mit dir? Wie gesagt, Leute, das sind Dinge kann man keine Kinder machen. Ich harte Aussage, Digga. Ich hab deutsche Pass, Alhamdulillah. Hey, komm mal hier, komm mal deutsche Pass. Wenn dann mach ich dir einen deutschen Pass. Da wird aber auch scharf geschossen, Digga. Ist schon cringe, ja, aber die Frau ist da, die ist sauer. Sollsteine. Was hat er gesagt? Ich habe ja mit dir Kinder. Ja. Ja, das nennt man Erziehung. Weißt du? Der kann schon mal gut antworten. Kein Respekt. Du siehst wie ein Mann aus, aber du bist kein Mann. Du bist ein kleines Kind. Mein kleiner Bruder macht nicht mal solche Witze. Du bist so kindisch, ich schwöre. Hey, Walla, denn was machst du hier? Du musst zu Hause bleiben, Walla. Ich kann dich nicht mal ernst nehmen. Meine Eltern wollen mich auch nicht akzeptieren, wenn ich rauche oder so. Das ist gar nicht schlimm, das hat doch jeder. Aber du wir leben mein Leben, Dings da. Hey, warum wird das nicht gefickt, Digga? Wir wohnen in Deutschland, freies Land. Was? Wir wohnen in ein freies Land, wir dürfen machen, was wir wollen. So locker, du kannst machen, was du willst. Dann hat er was zu sagen. Wo liegt das Problem dann? Guck mal, sogar ich und Sonja. Hallo. Sonja, komm mal her. Das Problem liegt halt daran, dass ich keine Frau bin. Wenn ich biologisch eine Frau wäre, haben meine Eltern gesagt, dass sie nichts dagegen haben würden. Ich bin auch eine Katze, ich bin eine Frau. Aber nein, das Problem liegt daran, dass ich ein Mann bin. Und wenn ich eine Frau wäre, hat meine Eltern auch gesagt, dann dürfte ich das machen, was ich will. Ansonsten ist es halt die Sache sehr, sehr gering, weil ich ein Mann bin. Und deswegen sind perfekt, Digga, das ist Männer-Shaming, Digga. Als Frau, die dürfte alles machen, als Mann, die darf einfach nicht, Digga. Perfekt. Das ist doch unfair. Halt streng dagegen, weil die auch diese alte Generation und so alles erlebt haben, da wo halt so alles verboten oder verbietet wurde, dass Männer halt sich anders zu, auf gleiche Geschlecht zu stehen oder vor allem sich halt so ein bisschen weiblich zu verhalten, das wurde alles verboten und auch, ja. Mikrofon ist Dings, geworden. Aber egal, auf jeden Fall, bloß keine Wörter, die du selbst nicht verstehst, zum Beispiel Kital, wusste ja auch nicht, was ist, habe ich dir aber beigebracht, oder? Okay. Weißt du, was jetzt alles? Seht ihr, Leute, ich bringe den Deutsch bei dem Jungen. Ich sage euch so, der ist so gerade, der hat mich beleidigt, aber ich lass jetzt, guck mal, lass es nochmal. Samstag wäre am besten, wenn ich dich dann treffe, dann können wir 1,5 Stunden diskutieren. Aber meine Bahn kommt jetzt in 2 Minuten, ich muss los. Ich hab dir gesagt, vor einer Stunde komm, nicht vor 10 Minuten. Und ich sag dir so, Samstag komm, Walla, wenn du dich traust, ich hoffe mein Koran, dann werden wir ein Rückspiel haben. Der liebe Mabamping mit Aufklärung. Sorry, Rückspiel, man denkt Champions League, K.O.-System, Digga. Ich weiß, dass du sowieso mit deiner Freundin kommen würdest, ganz ehrlich, girl. Geh weg, du bist nicht mein Geschmack. Du siehst aus wie Pinocchio, gell? Wow. Was?
Lalmas, dann komm mal und red. Wären die deine Typen? Sag mal ehrlich. Ehrlich. Nein. Wäre er euer Typ? Soll ich euch ehrlich sein? Wenn der nicht so kindisch wäre, ich finde euch ehrlich. Ja, natürlich, warum nicht? Aber so. Sonja? Nein, nicht mein Fall. Nein, warum? Nein. So, nicht mein Ding. Ich stehe auf was ganz, ganz anderes. Was meinst du verschiedenes? Wie, was meinst du? Auf jeden Fall nicht einer, der wie du aussieht. So. Warum rennst du weg? Komm mal hier, ey. Auf jeden Fall, ich habe den kurz nur hops genommen. Bruder, wie lange kennst du ihn? Persönlich kenn ich den nicht, aber ich... So vom Sehen? Wo ich noch mit zu Hause war, nicht raus durfte und so. Ich habe Videos gesehen, YouTube. Was hast du gedacht? Wie so, Staffirullah. Aber nein, das ist doch gut, dass die ihre Meinung sagen. Das ist aber widersprüchlich. Wenn du erstmal Estafirullah sagst, dann jetzt auch einmal freies Land. Estafirullah, Junge, ich hab nur. Guck mal, wenn du dich wohlfühlst und so und du auch so sein willst, wie du sein willst, du brauchst nicht eine Kamera und ein Mikrofon und den anderen zu sagen, wer du bist. Weißt du, Scheiß drauf. Alles gut. Sag, oder hab ich recht oder hab ich nicht? Schreib mir einen Kommentar. Ja, ja, du hast auf jeden Fall recht, Digga. Beste Frau. Du hast ja gesagt, du wirst kein Hate mehr bekommen. Mhm. Aber das ist ja was Normales. Ja, du bist ein. Das ist ja was Normales, aber ich krieg grundlos. Guck mal, du bist ein Person des öffentlichen Lebens. Nein, ich komme damit klar, aber die Sache ist, ich bekomme mehr Hate als Mo kriegen sollte. Ja, aber du hast doch gesagt, du willst kein Hate haben. Ja, aber du kannst nicht entscheiden. Ich bekomme euer auch Hate, weißt du? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich. Also gar nicht Hate kriegen will. Ich krieg so Hate, ich weiß. Aber die Sache ist. Digga, woher kommt diese verfickte Zensierung jetzt her? Bitte, ja, bitte, bitte. Komm, nee, also gar nicht Hate kriegen will. Ich krieg so Hate, ich weiß. Aber die Sache ist, an dem Tag, wo ich mit Mo Stress hatte, müsste er eigentlich Hate kriegen, weil er über mich so schlecht geredet hat. Ich habe ihn null kritisiert. Warte, komm. Perfekt. Komm her, was sagst du dazu? Astaghfirullah, wallah. Ja, okay, ich hab was anderes erwartet, aber egal. Okay, ciao. Schatz, hör mal ganz genau zu. Ich würde dir am liebsten Abschminktücher kaufen, weil du genauso aussiehst wie Zeynep 2.0. Period! Ganz ehrlich, kommt nicht mit Mutter. Du kriegst da Schläge. Ich könnte dein Vater sein, kleine Breten. Bruder ist am Ausrasten, Digga. Der Mann, den ist egal. Ihn ist egal. Ich dachte, er kämpft für Menschenrechte und so. Auf einmal, der will Leute schlagen. Auf jeden Fall, Leute, ich muss euch leider verlassen. Leute, folgt alle, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Despacito, porque te ama Jovito. Bitte, fast schon. Auf jeden Fall. Ey, bitte. Glocke aktivieren, Kanal schalten, anschalten, liken. Und meine YouTube-Kanal, Hanti, alle abchecken, Queen Drama, Honey. Und ja, folgt mir alle, Sonja_KRTLLLL, damit du nichts verpasst. Komm, Baba, weitere Videos. Und wenn das Video euch gefallen hat, dann like, lass mal ein Like da. Und ja. Ja, okay, mein Insta, Sanchez.Huda. Ruhe auf den billigen Plätzen, alle. Ich würde das feiern, wenn die YouTube-Kanal machen mit die beiden. Digga, vertraut mir, der wird so durch die Decke gehen, ne? Der würde so durch die Decke gehen, Digga. Weil die sind nicht normal, denen geht es nicht gut. Aber ich feiere das, deswegen sollen die ja einen Kanal machen. Weil die einzigartig sind. Ich schwöre, heftiges Video. Also irgendwie, ich bin sehr verstört von dem Video schon wieder, ja. Vor allem am Ende diese Zensierungssache und so, das hat mein Leben genommen. Es hat mein Leben gerade eben komplett hops genommen, Digga. Sag ich jetzt so, wie es ist, Alter.